Den letzten Run haben wir ganz knapp verloren und jetzt gehen wir, wiederholen wir. Alles Bischofs Schuld. Ja, alles Bischofs Schuld. Okay, ich mach mal bereit zum Käfigabwurf. Also wir haben aus der letzten Folge, letzten Level haben wir gelernt und werden diesmal ein paar Sachen leicht anders machen. Aber gut, das wird einem ja hier nicht so vor die Nase gehalten mit bunten Pfeilchen und Wölkchen, wo man hinlaufen soll. Und wir waren gar nicht so schlecht. Wir waren echt nicht scheiße, also ich hab gedacht, wir wären beschissener, aber nein. Wir haben das, finde ich, ziemlich gut gemacht. So, meine Hydrostase geht auf. Jetzt sehe ich gleich wieder die anderen hässlichen drei Gestalten hier. Hi Leute, alles klar bei euch? Sehen wir so aus? Ich habe keine Haare. Können wir nicht einfach hier drin bleiben? Okay, sie reagieren auf Licht. Artefakthitze, mögliche Booster-Ergebnisse durchschnittlich. Ich habe es nicht gelesen. Ah, HSU 787. In der Achterbahn. Wird so nach hinten gefahren und dann erst irgendwie an der So Seite rausgeschmissen. ausgeworfen, ja. Ist das jetzt eigentlich dasselbe Level? Ich weiß nicht, ob Das der habe ich auch Aufbau gleich gefragt. ist. Ich glaube, die sind alle handgemacht. Also die sind. Die Items sind halt woanders. Hier ist eine Okay. Taschenlampe mit großer Reichweite. Dann kennen wir uns ja jetzt schon aus hier. Hab ich denn hier? Schlossschmelzer. Dieses Ding ist schon ein bisschen gruselig, mit dem man hier runterfährt. Ich hab Und Schlossschmelzer. ach, das ist, wenn es mal schneller gehen muss, für die. für die Schlösser, wenn du nicht die Zeit hast zu hacken. Ach so, okay. Oh, da liegen schon welche. Achtung, Taschenlampe aus, Taschenlampe Oh. aus. Ich vergesse manchmal, dass ich das bin. Wie viele? Drei. Okay, ich gehe nach ganz hin. Achtung. Bereit? Moment, Moment, Moment. Oh, fuck, einer ist wach. Okay. Ich glaube, das war Bischof, der es verkackt hat. Lustig, dass man hier den Puls sieht, fand ich. Echt was? Ach, da unten, ja. Puls 67, 64. Bist du gechillt? Die Verhältnisse. Ich wollte gerade sagen, als wenn ich hier drin bin, ich hätte jetzt schon den ersten Herzinfarkt, die ersten drei. Ist noch Mindestens. einer. Ja, da, ich sehe. Oh! Das war ich jetzt mit dem Anleuchten. Ich hab's noch schnell genug abgebrochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch einer ist. Warte, ich guck aufs Radar. Ja, da ist noch einer. Ich versuche zum anderen zu gehen. Egal, nichts. Müsste hier eigentlich fast vor mir sein. Da. Moment. Hier ist noch einer. Bin. Oh, da ist noch einer. Achtung. Ach, Was ist Bischof. mit Bischof? Bischof, was geht mit dir? Ich glaube, Ach, weil. Bischof. Ich glaube, der war gerade auf dem Weg, sich den Ach so, zu okay. nähern. Und weil du dann geschlagen hast, hat der wahrscheinlich so eine Mechanik, auch zuzuhauen. Ja, manchmal denke ich, es wäre cooler, den Bot auszumachen, ey. Oder ihn auch passiv zu stellen oder so. So, ich habe hier aufgemacht. Was ist da drin? Oh, Refill Pack für Tools. Okay, das ist was für euch. Ich nehme das mal mit. Einfach. Das können wir untereinander aufteilen. Hier ist noch ein. Immer rumlaufen. Sie fragt, guck mal durch die Türen, was du so findest. Eine. Oh, eine Schaumgranate. Die nehme ich mal mit. Hier ist jetzt noch der Schlossschmelzer. Keine Ahnung, ob die jemand mitnehmen will. Ich hab nichts. Ich komm, ich hol das. Hier, ich hab's mal gemacht. Also einmal rum um den Schrank hier. Oh Gott, ey. Wenn ich den Da drin ist der Schlossschmelzer. Ja, ich hab den. Weiß noch nicht, ob man den unbedingt nehmen, benutzen will. Oh, hier ist ein Spind. Oh, ein Medipack. Das ist doch schon mal gut. Das nehme ich mit. Dann haben wir schon mal zwei. Das läuft ja schon besser als der zu mir. So, wir müssen. Ach so, warte mal. Woher weiß ich, was die große Taschenlampe aus? Ach, ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Terminal ist. Ja, ich bin auch gerade überlegen, dass. Ich meine, du kannst jetzt mal ping Welche? HSU-787 machen. Wie was? 7? 787. Okay, das ist ein. Diesmal ist eine andere Zahl, ne? Ja. Ist kein gültiger. Ach, ich hab Ping-Ping eingegeben. Alles kann sein, weil ich vorhin schon Ping eingegeben habe, Ach dass er das gespeichert so. hat. Ja. Okay, ist nicht in der Nähe. Ist der wenigstens der Bereich? Drohne? Ich
Nee, der sagt ja die erste Zone. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Aber man kann nicht irgendwie, kann man andere Sachen eingeben? Kann man zum Beispiel Ping Zone Unterstrich 5-2. Nein, schade. Also, ich meine, beim letzten Mal war es Zone 52, die war links von uns. Hier irgendwo. So, dahinter scheint nicht zu sein. Nee, scheint nichts zu sein. Dann machen wir doch mal auf. Gar nichts? Sehr weit hinten. Aber das scheint nicht in diesem Raum zu sein, sondern im nächsten. Was hat er gesagt? Ah, guck mal, hier geht's zur Zone 2. Warte mal. Ja, das ist das. Ja. Hier war eine Lootbox. So. Hier ist noch so ein Schlossschmelzer. Also, das kann man wenn ich hierfür benutzen, oder? Das wäre sehr einfach. Wir brauchen den Key Orange 226. Ich gucke. Ping. Key. Orange. 226. Also Key unterstrich Orange unterstrich 226. Und hier ist noch ein Ammo-Pack. Oh, das nehme ich jetzt. Der ist nicht hier in der Nähe. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zu Zone 50. Müsste die Richtung hier sein. Hier hinter sind auch zwei Gegner. Einer direkt vor der Tür. Okay. Soll ich aufmachen? Ja, machen wir das schon mal aus. Da ist er. Halt ihr. Der hat das überlebt. Da hinten ist noch einer, Achtung. Bishop, hast du geschossen? Gibt es irgendwie schallgedämpfte Waffen? Achtung! Es wäre ja zu leicht. Ich glaube, die hören halt nicht so gut. Jetzt die Frage, wenn man den internen Teamspeak benutzt, würde ich das hören? Der lebt noch. Ja, die Tür haben wir auch schon beim letzten Mal aufgemacht. Ja. Jetzt halt die Frage, dieser Mechanismus, ne? Mit dem Alarm. Lockt der alles an, was noch existiert? Oder lockt der nur eine bestimmte Anzahl an Gegnern an? Tja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ja. Im Endeffekt werden die durch die Tür kommen. Die kamen nur durch diese Tür hier, ne? Ja, die kamen nur durch die Tür. Deswegen würde ich sagen, hier die Geschütze aufstellen. Auch hinstellen, ne? Ja, genau. Da ich den Bischof das Schrotflintengeschütz weiter nach vorne stellen lassen und dann hier hinten. Ich würde doch so. Hier, aber auch hier auch. Also letztes Mal kam da gar nichts raus. Ja, das heißt die ja ging nicht. Erst auf, als wir am Fliehen waren. Okay. Ah. Na gut, dann. Da sind die Dinger aufgebrochen. Dann baue ich das Geschütz von Bishop. Sentry gun here. I'll do it. Warte. Hier ist blöd gesetzt, oder? Kann man hier einen Schlossbrecher reinsetzen, dass wir hier durch diese Tür kommen? Dann würden wir diesen ganzen Sektor hier überspringen. Weil dann würden wir direkt in dem Sektor 50 rauskommen. Zeig mal. Wo? Hier bei der Tür hier. Der hier? Ja, kannst du das Ding irgendwie hier benutzen? Dass das so, keine Ahnung, ein Loch einbohrt oder so? Ich glaube, dieser Schlossbrecher ist wirklich nur. Für Schlösser, ne? Ja. Das würde nämlich um einiges erleichtern, schade. Aber du kannst das auch nicht hier an so eine Tür anbringen, an so eine. Warte, ich versuche. Große Tür. Nee, ne? Nein. Okay. Da steht nur, dass man das aktivieren muss mit E, das mit dann der. Ja, wäre das Ding halt echt nützlich. Sollen wir? Ja. Ich aktiviere. Wir müssen ja eh alle wieder hinkommen. Oh ja. Oh, ich hab die Blue vergessen. So, jetzt müssen wir gleich wieder diese Sicherheitsdinger hier. Soll ich die Tür aufmachen? Ja. Oh, ein Fetti. Ich
Okay, okay, okay. Da lebt noch einer. Ja. Okay. Scanner sagt, alles tot. Hab 12% Schaden bekommen. Besser als das letzte Mal. Ich hab Beast, bin diesmal mit mehr Schaden rausgegangen. Wie viel hast du denn? Ach, 84% hast du noch. Das ist in Ordnung. Ja, letztes Mal. Dafür lohnt sich noch nicht, das Medipack zu benutzen. Sonst hätte ich das jetzt schon benutzt bei dir. What the fuck? Sehr gut. Hier sind Glowsticks. Sag ich Glowsticks? Ficklichter! Beim letzten Mal war hier hinter F und da war der Key. Ich will's ja nur gesagt haben. Wo? Hinter dieser Tür, hinter der kleinen? Ja, da sind zwei Gegner hinter. Machen wir die platt. Achtung, Licht aus. Geh zu dem hinteren. Okay, ich nehm den hier. Sleepers. Bin dran. Okay, und. Los. Tot. Artefakt. Hier ist nämlich F. Ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt an derselben Stelle ist, weil wir... Das wir haben anderes jetzt, ne? Ja, der Key Orange brauchen wir jetzt auch. Warte, hier hinter ist nix. Bautradar. Das funktioniert. Nichts hinter. Da ist ein Artefakt. Oh. Hey, warum gibt's jetzt so viel da? Ist okay. Besser mehr als weniger. Hast du es mitgenommen? Ja. Immer, glaube ich. Ich hab's gar nicht gesehen, deshalb. Hier ist eine Taschenlampe dran. Oh, hier ist ein Schrank. Hier scheint tote Hose zu sein, den Ding. Ah, hier ist Medipack. Oh, Medipack. Warte mal, dann mache ich das anders. Moment, dann tue ich erstmal die Ammo packen. Ach, Mist, Moment. Muss woanders hingucken. Ich nehme mal den. So, Medipack, sehr gut. Bleib mir das stehen. Hier ist doch so ein Rifle-Teil. Wie viel hast du, ja genau, wie viel hast du von dem, von deiner Sentry noch? 57%. 57? Also dann hier. Und deins ist wichtiger als meins. So. Alles klar. Wie sieht's mit eurer Muni aus? 51, 46. 79 und 100. 51, 37. Hab ich eigentlich schon Leute. Hab ich dieselbe Schrift? Aber wir sollten gucken, dass sie die Muni oben lassen. Also falls wir Muni-Packs hatten, sollten wir die vielleicht frühzeitig verteilen, nicht, dass uns mittendrin die Muni ausgeht. Ja, ich nehme die auch immer, also es sei denn natürlich, ich habe noch irgendwie, keine Ahnung. 99%, oh. aber ansonsten nehme ich die. Aber jetzt auch. Haben wir keins mehr, ne? Nee. Gut. Dann ansonsten nehme ich die immer. Die halt frühzeitig nehmen, bevor wir da irgendwie. Genau, damit ich die schon alle Infos habe, sozusagen. So, hier hinter der Tür 4 Stück, links 2, rechts 2. Dann machen wir erstmal links. Da ist einer, ja. Achtung. Warte, ich bin noch nicht da. Hab mein. Wo ist denn der andere? Der ist hier hinter der Tür. Ach so. Ich weiß nicht, hinter der nächsten Tür. Das sehe ich halt nicht über den Scanner, ich sehe nur die Punkte. Da vorne ist einer. Hier ist einer, shit. Nicht anleuchten, mach die Leuchte aus. Dahinter ist noch einer. Okay. Ich muss immer daran denken, dass das ist, als würde eine Katze Gewölle. Ja, habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Okay. Gut. Soll ich den töten? Oder ja, töte ihn. Vielleicht nicht aufwecken vorher. Ne, ich hab gemerkt, dass ich nicht am Kopf stand. So, da vorne der und dahinter. Ja. Da links auf jeden Fall noch irgendwo. Warte, den hole ich. Okay. Sleepers. Da ist noch einer. Der ist wach geworden. Fuck, hab mich angekotzt. Geh doch sterben, mein. War aber ein stärkerer, kann das sein? Ja, die sind unterschiedlich, ne? Ja, ja. Oder vielleicht sind die auch stärker, wenn sie wach geworden sind. Das kann sein. So, hier ist nichts. Er hat mir ein bisschen Schaden gegeben, 5%. 83. So, hier im Raum sind 4. Einer rechts, 3 links. Was? Bonnie Scott? Achso. Wo der?
selben Artefakt nur gefunden. Hat ich aufgehoben. Das wird, glaube ich, dann immer allen angezeigt. Ach, guck mal. Ich kann... Ah, seht ihr da hinten das Dreieck? Nee. Die... Nicht? Okay, doch, dann... Ja. Das jetzt. Ist ein Bewegen da. Irgendwo hier ist einer am... Ich höre einen. Aufwürgen. Der hier bei mir um die Ecke. Ja, da. Oh, Taschenlampe aus. Okay. So, links im Raum sind noch drei Stück. Also Richtung Westen. Ja, ich habe schon einen gesehen, der ist da unten. Irgendwo da. Ach da, ja, Achtung, der leuchtet. Ja, und dahinter müssten noch zwei weitere sein. Da hinten sehe ich was leuchten. Okay, ich bin bei einem. Ja auch. Mit einer 3. Meiner leuchtet. Okay. Hat der dritte auch jemanden? Das sind 3, ne? Ich sehe ja überhaupt nicht. Wo ist denn der andere? Einer muss hier noch sein. Ich habe gerade über den Kopf geschaut. Ja, ich sehe ihn. Moment. Oh, der ist wach. Okay, Vorsicht. Alle tot? Meiner ist tot. Ja, meine auch. Ich habe den dritten einfach erhauen mit Bishop zusammen. Sehr gut. Oh, okay. Dann so. Waren das alle hier, ne? Ja, ich denke, der Rest wird in anderen Räumen sein. Ich wollte hier oben zu dem. Eigentlich irgendwo ein Terminal? Benutzt da ist ein Terminal. Achso, du bist am Terminal. Nutzen Sie den Befehl Query an ein Terminal, um Informationen über Key Orange abzurufen. Geht das? Soll ich auf Query eingehen? Oder habe ich das falsch geschrieben? Q-U-E-R-Y. Ja, habe ich doch richtig geschrieben. Ach, hier ist hier so ein Schlossknacken-Ding. Okay, aber dann mache ich H. Also. Wir machen erstmal Ping den Key. Warte mal kurz. Wie ging das HSU 7? 787. Aha, in 52, wie vorhin also. Und jetzt ping noch den Key, wenn du kannst. Wie gut. Bei dem Query HSU ist der Code. Ah. Hydrostasis. Geschlecht der Versuchsperson weiblich. Okay, Alter der Versuchsperson 66. Omi. Okay, warte, ping. Key. Unterstrich Orange Unterstrich 226. Hier ist ein 226. Ach, so ein Tool-Ding. Ja, ich habe eine Ladung davon schon benutzt, aber eine zweite könnte jemand anders benutzen noch. Dann soll Tim die benutzen. Sein Form Launcher hat nur 67%. Okay, warte mal, ich kann die auf ihm benutzen, ne? Aber nehme ich eh mal das Medipack da rein. 50. Zone 50, Arena C. C. C? Das C müsste Nebens. Hier irgendwo sein. Ey! Stack wer hat das Medipack geklaut? Bestimmt Bishop, oder? Oh, nö! Bishop das Medipack? Toll. Achso, warte, vielleicht kann man... Ich wollte das nehmen, ich hatte jetzt die Muni aufgeteilt und dachte, ich könnte dann... Ja, Bishop hat das Medipack, das hängt hier hinten an seinem Rucksack. Ich wollte das... We need to prepare. Oh ne. Toll. Vielleicht kann Tim da irgendwas... Ja, der hat in seinen Rucksack gestopft und guckt das unten... Das hängt nach. Bei dir genauso da hinten dran. Sieht das scheiße aus. Nee, keine Ahnung. Ja. Naja. So, warte. War jetzt ein bisschen doof. Also wir sind in 50C, ne? Nur so zur Info. Gut. Oh, hier ist einer. Let them sleep. So we don't have to fight them. Oder kann bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ist der hier oben? Ja. Den. Hab ihn. Aber dann kann es so sein, dass die Keycard muss ja dann hier sein. Die Keykarte müsste hier im Raum irgendwo sein. Korrekt. Tja. Der hat doch irgendwas gepinkt. Achso, das ist der wahrscheinliche Typ. Hier kann ich diesen Schlossknacker verwenden. An diesem Schloss. Ja, okay, also ist das Ding useless. Ja, das ist wirklich nur, wenn es
schnell gehen muss. So. Oder glaube ich lautlos. Ja, lautlos und schnell. Echt? Das so ein Ding soll lautlos sein? Ja, ich glaube, es schneidet. Ach, guck mal hier. Ja, ich bin da. Ja, da ist die so. Keykarte. So, jetzt müssen wir zurück. Das heißt aber, wir sind diesmal eigentlich schneller bei der Keycard. Ja, weil wir nicht so lange den Raum gesucht haben. Letztes Mal haben wir ja jeden Raum mitgenommen. Ja, das war der letzte Raum, der. Kann man die Tür nicht wieder zumachen? Das wäre eine gute Idee. Also nee, die kann man nicht zumachen. Die große leider nicht, das wäre eigentlich ganz cool. Das hier wird scheiße. Das wird richtig scheiße. Die können wir aber zumachen, oder? Die machen wir jetzt, ne? Ja, jetzt hat die Frage, hier links. Ach ja. Kommen da welche? Letztes Mal kam keine da. Naja, ja, das stimmt. Wird aber nicht drauf verlassen. Ich mach die hier zu. Ich würde mich eher auf die große vorne konzentrieren. Die hier? Ja. Jetzt hat die Frage, wo wir jetzt die Sentries hinstellen. Ja, ich würde eine hier bei mir so hinstellen, die in den Gang schießt. Dann hat die ein bisschen Zeit, bevor die hier... Ja, wir haben einmal die Schrotflinten. Die ist auf nah eigentlich ganz gut. Die wäre wahrscheinlich hier gar nicht so verkehrt. Bei mir. Mhm. Weil die deckt dann vielleicht hier. Weil... Ich versuche mal kurz. Sentry hier. Ah, nee, das ist halt doof. Meinst du so? Entweder so oder hier, dass sie direkt auf die Tür zielt. Das ist halt die Frage. Wo bist du? Ach, da. Wenn wir die hier so stellen. Ja, komm, ich verstehe. Die... Und was ist, wenn ich die hier stelle? Die seine? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber dann riskieren wir, dass hier wirklich keiner durch den Gang geht, ne? Ja. Naja, gut, riskieren wir das einfach. Dann müssen wir die halt zusammenschießen. Ich hätte ihr hier so, wo ich stehe, hingestellt, dass sie so auf die Tür zielt. Ach, das ist die Tür, mein Gott, ich... Ja, es ist so dunkel, ich sehe das nicht. Ich, hast du mal in den Optionen geguckt, ob man da was heller noch stellen kann? Ich glaube nicht, dass ich irgendwas gesehen habe. Ja, Maditas Bildschirm ist standardgemäß schon sehr dunkel. Das ist natürlich so ein Spiel jetzt echt kacke. Ja. Muss ich noch ein bisschen anders hinstellen. Aber ich sehe da, glaube ich, nicht so ein Stellen kann. Ich hatte nämlich auch schon mal reingeguckt, aber nichts gesehen. Ich dachte, vielleicht hast du was gesehen. Ich gucke gerade nochmal durch, aber da scheint nichts zu sein. Meistens sowas ja bei Grafik, Gamma oder sowas. Also. Ich glaube, so ist okay. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Ja, würde ich tatsächlich sagen. Das ist ein guter Vorschlag. Das ist deine Schuld. Dann, in der nächsten Folge, ich wechsle jetzt mal auf die Nahkampfwaffe, damit ich nicht aus Versehen wieder eine Horde an. Das ist eigentlich sehr gut. Anlocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.